Zeit für euer Reading. Einige von euch könnten in irgendeiner Form einen Segen bekommen. Ja, in Form von einer Überraschung. Das kann sein, dass ihr lange euch etwas gewünscht habt und das geht endlich in Erfüllung. Ja, allerdings kann es sein, dass das so ein bisschen testmäßig kommt vom Universum. Es kann sehr gut sein, dass ihr vielleicht das Gefühl habt, es kommt etwas Schlechtes auf euch zu. Und da ist wichtig, flexibel zu bleiben, beziehungsweise so ein bisschen mit dem Flow zu gehen. Ja, wenn ihr das Gefühl habt, irgendwas kommt, nicht in Angst zu verfallen, sondern immer daran zu glauben, dass das Universum, Gott, wie auch immer ihr die höhere Macht nennen wollt, dass die zu eurem höchsten Wohl arbeitet, ja, und dass es keinen Grund gibt, Angst zu haben, weil es wird uns nichts geschickt, was tatsächlich am Ende des Tages dann wirklich schlimm ist. Ja, wenn man zurückblickt auf schlimme Situationen oder Trennungen oder sonst irgendwas, dann weiß man meistens im Nachhinein, wofür es gut gewesen ist. Plus, ich glaube, es ist nur ein Test, um zu sehen, wie ihr mit der Energie umgeht. Ja, ich sag immer am Geldbeispiel, wer mit 10 Euro nicht umgehen kann oder 10 Euro nicht wertschätzt, es gibt diesen einen Spruch, wer den Cent nicht ehrt, ist den Euro nicht wert. Ja, ist quasi so eine Energie. Ja, wer mit 10 Euro nicht umgehen kann, der kann auch nicht mit 1000 Euro umgehen. Und wenn das Universum erstmal 10 Euro gibt, um zu gucken, wie gehst du damit um, und du gehst gut damit um, dann gibt es vielleicht auch 1000 Euro. Das ist so ein bisschen diese Energie. Lasst uns gucken, was eure Fokuskarten sind. Change in the Wind. Und Broken Heart, Leute. Don't go chasing waterfalls. Was ist das, TLC? Ich glaube schon, ich müsste das echt wissen, Leute. Das ist jetzt Moment. Doch, TLC ist das. Don't go chasing waterfalls. Please stick to the rivers and the lakes that you're used to. Okay, Victory auf der Rückseite des Decks, Leute, ich sag's euch doch, Unfinished Symphony dahinter, kann also sein, dass vielleicht nochmal jemand um die Ecke kommt, ja, Change in the Wind und Broken Heart, ganz klar, es ist hier wichtig, dass ihr daran arbeitet, mit was auch immer ihr für Kummer habt, umzugehen, ja, idealerweise ihn loszulassen, aber in erster Linie erstmal damit umzugehen, ja, ich habe es eben im Skorpion-Reading gesagt, für einige von euch, wenn ihr Skorpion-Placements habt oder mit jemandem zu tun habt, der Skorpion ist, geht es angucken, ich habe gesagt, wenn man zum Beispiel jemanden liebt oder verliebt ist, ja, und man sagt aber seine Gefühle oder spricht seine Gefühle nicht aus, aus Angst davor zurückgewiesen zu werden, dann hat das nicht viel mit Liebe zu tun, weil du liebst nur so, du liebst quasi nur bis zu deinem Ego, ja. Denn Ego ist dir wichtiger, dass das nicht verletzt wird, als wirklich auszusprechen, was in deinem Herzen ist. Und Ego hat nicht so viel mit Liebe zu tun, also ein gesundes Ego, ja. Wir reden jetzt hier nicht von einem ungesunden Ego. Also ein ungesundes Ego hat nicht so viel mit Liebe zu tun. Ein gesundes Ego sollte jeder haben, weil unser Ego schützt uns auch auf eine Art und Weise. Aber dieser Stolz für nichts oder falscher Stolz, das ist Quatsch. Ja? Also lernt wirklich hier mit eurem Kummer umzugehen. Wenn ihr was zu sagen habt, werdet's los. Change in the Wind, ganz klar, hier kommt irgendeine Veränderung. Ja? Und mit dieser Karte Victory, das ist Sieg auf der Rückseite des Decks, Leute, da ist irgendwas im Anmarsch. Ich kann euch nicht sagen, was es ist. Vielleicht sagen uns die Karten mehr, aber es ist was. Ich sag es doch. Bitch, ich sag es doch. Acht der Stäbe auf der Rückseite des Decks. Das ist schnelle Energie und auch die Karte, nicht die Karte, sondern inspiriert von vom Cupid, ja, dem Babyengel mit dem Pfeil und Bogen. Das können auch Pfeil und Bogen beziehungsweise die Pfeile von Cupid darstellen, ja, dass man denkt, oh, alles ist gut und auf einmal pfiung, treffen dich seine Pfeile. Vielleicht kommt unerwartet irgendwie Liebe auf euch zu, Leute. Oder Kommunikation über eine Entscheidung, auf die ihr gewartet habt. Mit dem Ass der Münzen. Okay, Leute, ich habe eine Rotzenase. Lasst uns gucken. Bilde ich mir das ein? Ich bilde mir das ein. Sorry, Leute. Team Zwillinge. Neun der Stäbe, ja, guck mal hier, Neun der Stäbe.
Neun der Stäbe ist immer eine Karte von jemandem, der angriffsbereit ist. Ja, der steht hier, der ist okay, ich stehe in meiner Position, aber wenn es sein muss, dann schwinge ich. Ja, das ist quasi der verletzte oder verwundete Krieger, der trotzdem noch noch bereit ist, in den Krieg zu ziehen. Aber mit der Mäßigkeit, Schütze-Energie auf der Rückseite des Decks, ganz klar, Leute, ich glaube, für euch beginnt eine Zeit oder eine Phase der Heilung oder eine Phase der Ruhe. Ich glaube, euer Nervensystem nimmt quasi wahr, dass da Veränderung im Gange ist. Ja, neun der Schwerter. Das ist ganz klar ein Ende von einem Zyklus mit acht der Münzen und der Königin der Schwerter auf der Rückseite des Decks. Wir haben dreimal neun. Die Broken Heart Karte ist eine neun. Das sind beides neuner Karten. Und die neun der Schwerter Karte ist auch immer eine Karte, die beschreibt, dass die Phase der Sorgen ist eigentlich vorbei. Ja, weil neun ist Vollendung. Das heißt, es ist hier eigentlich an dir, aufzustehen und zu sagen, ich mache dieser ewigen Nachdenkerei und oh, was ist wenn und oh, es könnte so und es könnte so, ich mache dem ein Ende und arbeite an was auch immer ich eben arbeiten muss, um was auch immer zu erreichen. Ja, ihr seid hier bereit für Sorge oder ihr seid bereit für das Schlimmste quasi, anstatt eure Perspektive zu verändern und zu sagen, hey, ich bin bereit für das Schlimmste, ja, aber ich lasse mich gar nicht von meinem Weg abbringen und arbeite vielleicht an dem, was ich mir eigentlich wünsche. Ja, die Leute sind immer so fixiert auf das Schlechte oder eventuell Schlechte, was vielleicht kommen könnte, anstatt die Zeit zu nutzen. Neid war, habe ich gerade gesagt. Anstatt die Zeit zu nutzen, um am Positiven zu arbeiten. Einige von euch sind vielleicht in irgendeiner Form neidisch oder es gibt jemand in eurem Umkreis, der vielleicht neidisch ist oder neidisch sein wird, bezogen auf das, was hier an Veränderung auf euch zukommt. Ja, Leute, passt auf für diejenigen, die vielleicht noch mal einen Neuanfang in einer Situation mit jemandem haben. Redet nicht, also lobt den Tag nicht, bevor Abend ist. Ja, meine Nase juckt. Was ist das hier? Ja, mit dem Nasejucken. Ich muss das googeln. Jedes Mal muss ich es googeln, aber es ist irgendwas, abgesehen von von meiner Allergie. Moment. Und das auch noch, wo ich gesagt habe, lobt den Tag nicht vor dem Abend. Wenn die Nase juckt, kommt das Glück. Hier wird deutlich, dass wir unsere Intuition einsetzen oder genutzt haben, um herauszufinden, wie wir zu jemandem stehen. Zudem nutzen wir in diesem Zusammenhang das Riechorgan, um etwas Verdächtiges herauszufinden. Einige von euch müssen hier aufpassen, dass sie nicht zu viel reden, bevor die Dinge nicht in trockenen Tüchern sind, weil es jemanden geben könnte, der missgünstig ist. Und die Königin der Schwerter geht auch taktisch vor. Ja, viele würden die Königin der Schwerter als kalt bezeichnen, aber das ist sie nicht. Die Königin der Schwerter hat einfach von ihren Erfahrungen gelernt und hat verstanden, dass es nicht immer von Vorteil ist, jemandem direkt seine ganzen Gefühle zu offenbaren oder sich immer direkt in die Karten gucken zu lassen. Ja, heißt also, geht analytisch und taktisch vor, wenn ihr einen Neubeginn, in welcher Form auch immer, ob das ein Job ist, ob das romantisch ist oder sonst irgendwas, wenn ihr den Vertrag noch nicht unterschrieben habt oder wenn der Typ oder die Frau noch nicht gesagt hat, hör mal, ja, Heribert, du bist jetzt der Mann an meiner Seite. Ja, also der Heribert sollte das eigentlich zu der Frau sagen, aber wie auch immer, ja, solange nichts in trockenen Tüchern ist, schließt euren Mund. Wenn ihr angesprochen werdet, sagt einfach, es gibt keine Veränderung oder oh nee, ist alles beim Alten oder irgendwie so, wechselt das Thema, seid intelligent bei der Sache, aber lasst euch nicht in die Karten gucken, weil das könnte euch zu einem Nachteil, es könnte sich in einem Nachteil für euch ausspielen, zu einem Nachteil für euch, ihr wisst schon, was ich meine. Gerechtigkeit und Königin der Kelche mit sechs der Kelche auf der Rückseite des Decks. Jemand hier, es kann sehr gut sein, dass jemand auf euch zukommt. Es kann aber auch sein, dass ihr in dieser Kämpferposition seid, weil ihr eure Gefühle schützen möchtet. Ja, aber ich sehe mit sechs der Kelche, Ritter der Schwerter, König der Münzen auf der Rückseite des Decks. Es kann sehr gut sein, dass jemand auf dem Weg zu euch ist. Mond in Schütze. Vielleicht habt ihr mit jemandem zu tun, der Mond in Schütze hat, der seine Gefühle offenbaren möchte. Oder die Dinge in den Einklang bringen möchte. Ja, vielleicht war bisher viele Streitigkeiten oder so eine angespannte Energie und jemand möchte das in den Einklang bringen. Neun der Schwerter.
Er klärt mit 4 der Stäbe und Page der Schwerter, 6 der Münzen auf der Rückseite des Decks. Ihr habt euch hier Sorge gemacht über eine Zusammenkunft, etwas, was gemeinsam zelebriert werden kann. Vielleicht genau das, eine Beziehung. Ja, wird da was draus, wird da nichts draus? Kommt die Person nochmal auf mich zu? Kommt sie nicht auf mich zu? Vielleicht war bisher irgendwie Stillstand in der Sache oder auch Stillschweigen. Ja, vielleicht habt ihr gar nicht geredet. Aber Leute, da wird was, da, hier ergibt sich etwas. Jemand kommt hier mit Informationen, neuen Informationen, neuen Erkenntnissen, irgendetwas Neuem um die Ecke. 6 der Münzen und der Herrscher. Jemand hier fühlt sich, ich sag mal, spendabel in irgendeiner Form. Könnte auch sein, dass ihr ein Geschenk bekommt oder dass euch jemand einladen möchte oder irgendwie sowas. Das sind zu viele Karten, die nehme ich nicht, aber einer hat sich gedreht. Ich sag's doch, Leute, Page der Kelche. Jemand hier musste erstmal entscheiden zwischen ziehe ich meinen eigenen Film durch oder kann ich einen Film kreieren, wo ich noch mit jemand anderem ein Ding durchziehen kann. Ja? Page der Kelche, guck mal, ob da noch eine einzelne Karte kommt. 8 der Münzen mit Page der Kelche. Naja, 2, die nehme ich. Hohepriester und die Mäßigkeit. Und 9 der Münzen auf der Rückseite des Decks. Und wir haben die Mäßigkeit eben auch gesehen. Jemand hier hat im Dunkeln quasi einen Plan geschmiedet. Und zwar ein Plan dazu, die Dinge wieder in Einklang zu bringen oder das Beste aus dem zu machen, was jetzt ist. Ja, wenn also irgendwie Stillstand gewesen ist, Stillschweigen, Energie von so ein bisschen ne, angespannte Energie, dann kommt hier jemand. Jemand hat im Dunkeln einen Plan geschmiedet, um bestmöglich herauszufinden, wie kann ich mich meinem Zwillinge-Menschen wieder nähern. Wichtig ist aber für euch, Leute, wichtig ist für euch, und ich sehe es hier auch gerade nochmal, ich habe gesagt, diese hier ist Karte Nummer 9, ja, guckt Leute, da kommt ein Anruf, in dem Fall von meiner Bestie, aber ich sag es euch, ein unerwarteter Anruf oder Kommunikation kommt, hier, sorry Leute. Hier, die Karte Victory ist die Karte Nummer 28 und reduziert sich auf 10 und dahinter ist die Karte Unfinished Symphony mit der Nummer 10, okay? Wichtig ist, wenn ihr möchtet, dass die Person auf euch zukommt und dass sich das hier so ausspielt, wie ich es gesagt habe, ist wichtig, dass ihr den Fokus auf euch haltet und darüber überlegt, was kann ich tun, um diesem Kummer hier ein Ende zu setzen? Was kann ich tun, um dieser, ich bin auf, wie sagt man dazu? Ich bin gewappnet für jeden Angriff und ich mache mir Sorgen. Was könnt ihr tun, um diese Energie zu lösen? Weil denkt immer dran, das, was ihr fühlt und das, was ihr denkt, ist das, was sich manifestiert und was auch beim Gegenüber los ist. Heißt also, wenn ihr immer negativ Gedanken habt, der kommt eh nicht auf mich zu oder die wird sich eh nie wieder melden, dann wird es auch so sein. Weil deine Person wird denken, ah, wenn ich mich melde, ich habe vielleicht eigentlich das Gefühl, dass ich mich melden will, aber ich mache das lieber nicht, weil da wird eh nichts draus. Ja, die Person wird das energetisch spiegeln. Okay, ihr müsst, also wenn ihr Veränderung wollt, müsst ihr eure Frequenz ändern. Point blank, period, okay? Das ist das Geheimnis zum erfolgreichen Manifestieren, Freunde. Ich lasse euer Reading hier. Get it together, okay? Hört auf, euch Sorgen zu machen. Und wie immer, liked, abonniert, teilt, kommentiert. In der Infobox findet ihr alles, was ihr finden müsst für ein privates Reading, meine Instagram-Accounts oder den Conscious Club. Und wie immer, sehen wir uns, wenn wir uns sehen.